In diesem Video werde ich dir meine persönlichen Top 20 Collectibles für den Bärenmarkt vorstellen und warum ich diese ausgewählt habe, nur aber in einer kurzen Form, da das insgesamt 20 Collectibles sind und das Video sonst wahrscheinlich 20 bis 30 Minuten gehen würde, wenn ich euch jedes einzelne Collectible ausführlich erklären würde. Ich würde aber sagen, aus dem Grund schnacken wir es gar nicht lange rum, dass wir alle Collectibles schaffen und let's go! Bevor das ganze Video übrigens beginnt, muss ich eine ganz wichtige Message hier einmal rausgeben. Das Ganze sind nur meine persönlichen Top 20 Collectibles und das ist an dieser Stelle keinerlei eine Kaufempfehlung oder soll euch zu einem Kauf hindrängen. Das ist wie gesagt nur meine Top 20, dass ihr euch einfach so ein bisschen orientieren könnt. Was macht denn eigentlich der Cap jetzt im Bärenmarkt? Was für Collectibles hat er im Visier? Und deswegen hier auf jeden Fall dieses Video. Das erste Collectible, was ich für euch rausgesucht habe, ist einmal der neue Ultraman. Der Ultraman Zofi an dieser Stelle ist insgesamt mit nur 3850 Editions doch ziemlich gering von der Auflage. Außerdem sprechen wir von der First Appearance von Zofi. Beziehungsweise es gibt auch noch die Uncommon, die ist tatsächlich auch an dieser Stelle auch noch relativ gut vom Preis. Allgemein die komplette Serie des Ultraman von dieser Serie, beziehungsweise an dieser Stelle von Live Action Ultraman, ist doch noch relativ günstig zu haben. Und außerdem sprechen wir hier bei zwei Collectibles sogar von einer First Appearance, was an dieser Stelle wiederum für den asiatischen Markt irgendwann, wenn dieser dazukommen sollte, sehr, sehr interessant werden könnte. Ein weiterer Favorite von mir ist auch zum Beispiel der Darth Vader Kamen. Das ganze Collectible hat insgesamt nur eine Auflage von 11.977 Stück und wir wissen alle, dass die Star Wars Community sehr, sehr groß ist und dementsprechend auch eine sehr große Nachfrage nach diesem Collectible bestehen wird. Das Ganze ist außerdem die First Appearance von Darth Vader überhaupt auf der Blockchain jemals und dementsprechend hat natürlich auch diese Common bzw. allgemein das Collectible, die Serie, einen enormen Wert für Star Wars Sammler, wie zum Beispiel für mich. Deswegen, also ich werde mir sehr wahrscheinlich auch noch einen zweiten, vielleicht je nachdem, wenn die Preise stimmen, auch noch einen dritten holen, denn es gibt nur eine FA. Als nächstes Collectible haben wir auch wieder ein Star Wars Collectible dabei und zwar nämlich das Yoda Lichtschwert. Die Frage, warum das natürlich für mich auf jeden Fall etwas ist, was im Bärenmarkt sehr gut zum Kaufen ist, muss ich glaube ich an dieser Stelle nicht sagen, aber für diesen Preis für momentan 20 Gems in etwa ist das einfach ziemlich lachhaft, wenn man hier bedenkt, dass es die First Edition ist von diesem Lichtschwert. Und wenn man das Ganze weiterspinnt, es gibt auch schon Kommentare von David Yu, wo zum Beispiel er auch es sehr, sehr cool finden würde, wenn man dazu das passende Collectible haben würde. Und vielleicht sieht man nur dann in Kombination mit dem Lichtschwert eine Animation oder kann sich überhaupt das Collectible noch holen mit dem Lichtschwert dazu. Man weiß es nicht, aber es wäre auf jeden Fall eine sehr coole Funktion, die kommen könnte. Dementsprechend, ich persönlich sammle auf jeden Fall die Lichtschwerter, denn ich möchte auf jeden Fall mindestens ein Yoda irgendwann auch als Collectible mit Lichtschwert haben. Das Skywalker Lichtschwert gilt dazu übrigens auch zu diesem Yoda Collectible, beziehungsweise zu dem Yoda Lichtschwert. Ich gehe darauf jetzt nicht weiter ein, der Preis ist in etwa ähnlich. 26 Gems momentan ist der Floorpreis und bei einer Editionzahl von 19.770 Stück ist das doch relativ in Ordnung und auch nach dem Bärenmarkt, wie gesagt, wenn das passende Collectible dazu kommen sollte, dann wird auch dieses Lichtschwert sehr, sehr gut gehen. Als nächstes haben wir eine Collectible-Reihe, die meiner Meinung nach sowieso extrem undervalued ist und zwar nämlich die Thor Kamen bzw. auch die Thor Serie insgesamt hier mit Thor God of Thunder und hier haben wir zum Beispiel die Secret Rare, die momentan einen Floorpreis von 189 Gems hat und ich erinnere nur an dieser Stelle, dass der Spider-Man Secret Rare Ultimated Animated an dieser Stelle bei etwa 10 oder 8K steht, ich weiß es nicht genau, aber auf jeden Fall deutlich, deutlich höher als der Thor. Und Thor wie auch Spider-Man sind doch sehr populäre Charaktere, auch im MCU bzw. Marvel-Universum. Und dementsprechend ist das hier vom Preis momentan sehr, sehr undervalued. Wenn man auch mal bedenkt, dass es in etwa nur 1200 Editions mehr sind beim Thor, sollte der Thor mindestens aus diesem Grund ja vielleicht nicht ganz auf der Ebene von Spider-Man stehen, aber doch deutlich, deutlich höher. Und das ist auf jeden Fall momentan ein Collectible, das ich sehr im Auge habe. Als nächstes kommen wir zu Hey Woody, Hey. Und ja, Woody ist ein sehr bekannter Charakter aus dem Pixar-Universum und dementsprechend hier auf jeden Fall auch etwas, was man für 40 Gems floorpreismäßig definitiv mal mitnehmen kann, beziehungsweise ich persönlich habe es an dieser Stelle im Blick. Steamboat Willie ist natürlich mit einer der ikonischsten Collectibles überhaupt auf Vivi und dementsprechend gehört es natürlich auch an dieser Stelle auf meine Liste, denn für 50 Gems momentan
beziehungsweise 48,99 ist das doch sehr, sehr billig, wenn man bedenkt, was für einen geschichtlichen Hintergrund dieses ganze Collectible hat. Ich werde dir hier unterm i mal mein Video dazu verlinken, warum dieses Collectible eigentlich so interessant ist. Wonder Woman gehört somit einer der bekanntesten weiblichen Superhelden aus dem DC-Universum und dementsprechend ist es natürlich auch an der Stelle ein Super Grail, denn wir sprechen hier momentan von 87 Gems, was der Floorpreis ist, und insgesamt gibt es nur 9.999 Editions und wir sprechen außerdem von der First Appearance of Wonder Woman, dementsprechend hier auf jeden Fall extrem interessant für jeden DC-Liebhaber, unter anderem aber auch für jeden, der hier wichtige FAs sammeln möchte. Und für mich persönlich an dieser Stelle auch wieder etwas, was ich definitiv im Auge habe, einfach aufgrund dessen, weil wir hier von der First Appearance of Wonder Woman sprechen. Ich habe zwar schon eine, aber ich könnte auf jeden Fall noch eine zweite oder auch eine dritte definitiv vertragen. Für dieses Collectible muss man deutlich tiefer in die Tasche greifen, doch man sollte auf jeden Fall das Collectible nicht ganz aus den Augen verlieren. Denn momentan ist nämlich der Preis auch schon bei fast 4.000 Dollar und das war tatsächlich sogar schon deutlich niedriger. Ich glaube, wir hatten schon Preise von 3.500 Dollar und je nachdem, wie der Markt sich noch verhält, könnte es eventuell noch weiter nach unten gehen. Und bei einer Editionzahl von 4.333 Stück ist das doch ziemlich, ziemlich wenig. Außerdem ist das Ganze die First Appearance auf Mickey Mouse und auch Walt Disney überhaupt als Collectible auf der Blockchain und dementsprechend hier extrem interessant meiner Meinung nach für jeden, der auf jeden Fall ein richtig gutes Collectible kaufen möchte für die Zukunft. Ich erinnere nur daran, das Collectible stand im Bullrun schon in etwa bei 50.000 US-Dollar. Die erste Briefmarke darf man natürlich an dieser Stelle von der USPS auch nicht ganz vernachlässigen. Bei einem Floorpreis von momentan in etwa 20 Gems ist die hier momentan zu haben. Außerdem die First Edition überhaupt und wir sprechen hier wie gesagt von der USPS, einem amerikanischen Postunternehmen und dementsprechend ist das Ganze hier meiner Meinung nach auch ziemlich interessant für jeden, der Briefmarken sammeln möchte und fürs einfach mal mitnehmen für die erste Briefmarke im digitalen bzw. als NFT ist das doch mal doch relativ interessant. Der erste animierte Labbit sollte natürlich an dieser Stelle auch nicht fehlen, denn das Collectible ist meiner Meinung nach wirklich der coolste Labbit und man darf nicht vergessen, wir sollten irgendwann noch dieses Jahr das Breeding sehen, das heißt das Züchten von Labbits, also das heißt, dass man Labbits paaren kann und dass dann neue Labbits entstehen und ich bin auf jeden Fall super gespannt, wann das kommen wird, aber wenn es kommen wird, dann wird es auf jeden Fall richtig knallen bei diesem Labbit. Dementsprechend für mich auf jeden Fall etwas, was ich im Auge habe, auch erst recht von dem Floorpreis insgesamt momentan 63 Dollar Floorpreis. Die First Appearance of Captain America darf natürlich an dieser Stelle auch nicht fehlen und dementsprechend ist sie natürlich auch momentan mit dabei. Für einen Floorpreis von 20 Gems kann man dir außerdem gar nichts sagen und man muss an dieser Stelle bedenken, dieses Collectible gibt es überhaupt nicht in physischer Version. Dementsprechend ist es nicht nur die First Appearance of Captain America, sondern auch die First Appearance überhaupt von dieser Art von Collectible, von dem Design her. Also dementsprechend hier sehr, sehr viele interessante Fakten bei diesem Collectible und fürs Zwischendrin mal mitnehmen, ist das definitiv etwas. Der gute Spider-Man darf natürlich auch nicht fehlen neben Captain America und dementsprechend haben wir ihn natürlich auch hier mit dabei, denn für mich persönlich ist das noch ein Collectible, was mir fehlt und für momentan 120 Gems ist das super interessant, wenn wir hier von der First Appearance auf Spider-Man sprechen, denn ja, das ist nun mal die First Appearance of Spider-Man überhaupt jemals und wie schon eben erwähnt, Spider-Man ist mit einer der bekanntesten und auch beliebtesten Charakter überhaupt im MCU oder auch allgemein auf der Welt. Superman gehört außerdem zu mit einer der bekanntesten DC Collectibles beziehungsweise zu einer der bekanntesten DC Superhelden überhaupt und dementsprechend habe ich ihn persönlich auch an dieser Stelle mit dabei, denn das All-Time High war bei etwa 8.200 US-Dollar und dementsprechend ist der Floorpreis von momentan 520 Gems wirklich ein Witz und ich persönlich behalte diesen Kollegen definitiv im Auge, denn für so einen sehr guten Preis kann man für die First Appearance überhaupt von Superman auf der Blockchain definitiv nichts sagen. Nun kommen wir zu einem Fahrzeug, was ich persönlich super interessant hatte und tatsächlich nur noch fehlt in meinem Set und zwar rede ich von dem DeLorean 1:1 Interactive und wenn man sich vorstellt, dass man vielleicht mit diesem Collectible irgendwann im Viviverse rumfahren kann und seine Freunde abholen kann, dann ist das doch ein sehr, sehr cooler Gedanke. Und für momentan 150 Gems in etwa ist das doch ein relativ guter Floorpreis, wenn man bedenkt, dass das Collectible bei einem All-Time-High von 1.900 US-Dollar stand. Ein Season 1 Collectible darf natürlich an dieser Stelle auch nicht fehlen und hier haben wir den Finn Mertens mit dabei. Ein Season 1 Collectible und das erste farbige NFT überhaupt
überhaupt auf Vivi und für momentan einen Floorpreis von 20 Gems kann man da wirklich nicht meckern für ein Season 1 Collectible. Ja, muss man natürlich selber wissen. Ich werde den bestimmt das ein oder andere Mal noch mitnehmen. Denn wie gesagt, wir reden hier von einem Season 1 Collectible. Und zu dem Finn Mertens gibt es auch ein weiteres Season 1 Collectible. Und zwar rede ich hier von dem OG Collectible, dem guten Todd McFarlane. Und ja, dieses Collectible ist das erste NFT überhaupt auf der Blockchain bei Vivi. Und dementsprechend auch übrigens der erste Batman überhaupt auf der Blockchain. Und dementsprechend für momentan 1270 Gems doch noch ziemlich günstig, wenn man bedenkt, dass das Collectible bei einem All-Time-Hype von 14.599 US-Dollar stand. Meiner Meinung nach momentan auf jeden Fall Schnapper, ist natürlich mit dem Vault zusammen ein Collectible, was doch schon eher ein bisschen teurer ist. Aber nichtsdestotrotz kann man das Collectible definitiv mal im Auge behalten, wenn man dieses Collectible nochmal haben möchte. Ich persönlich habe es aber nichtsdestotrotz auf jeden Fall in meiner Liste, wie gesagt, hier mit aufgeführt, weil es doch ziemlich interessant ist mittlerweile vom Preis. Und nun kommen wir zu einer Sektion, wo ich mich persönlich ziemlich wenig auskenne, aber bei diesen Preisen kann man einfach nicht Nein sagen, und zwar Amazing Spider-Man Hashtag 1 für momentan, der kommen jedenfalls für 27 Gems zur Verfügung. Meiner Meinung nach wirklich lächerlich. Wir reden von Amazing Spider-Man Hashtag 1. Ich blende euch an dieser Stelle mal ganz kurz die Preise für das Real-Life-Comic ein. Das ist schon ein beachtlicher Unterschied und dementsprechend hier auf jeden Fall ein Comic, was man mal das ein oder andere Mal mitnehmen könnte, beziehungsweise ich das bestimmt noch machen werde. Fantastic Four Hashtag 1 gehört natürlich an dieser Stelle auch unter anderem mit zu einer der ersten Comics und dementsprechend auch mit dazu bei diesem Floorpreis von momentan 38 Gems. Und ich werde euch an dieser Stelle auch nochmal die Preise für das Real-Life-Comic einblenden. Das ist doch auch schon wieder ein beachtlicher Unterschied zu dem Real-Life-Comic und dementsprechend hier auf jeden Fall ein Comic, was ich bestimmt noch einmal bis zweimal definitiv mitnehmen werde. Und das OG-Comic darf natürlich neben dem OG-Collectible auch nicht fehlen. Und deswegen habe ich persönlich auch nochmal das Marvel-Comic Hashtag 1 mit reingenommen. Wir sprechen hier von dem ersten Marvel-Comic jemals und das Collectible liegt momentan bei in etwa 70 Gems Floorpreis. Meiner Meinung nach super undervalued. Natürlich hat das Ganze durch Amazing Fantasy ganz schön zugesetzt bekommen, aber nichtsdestotrotz sprechen wir immer noch von dem ersten Marvel Comic jemals. Ich blende euch natürlich an dieser Stelle auch nochmal die Preise für das Real Life Comic ein. Das ist schon ein ganz anderer Unterschied bzw. eine ganz andere Welt zu der realen Welt, aber nichtsdestotrotz auf jeden Fall ein Comic, was in auch digitaler Form bestimmt im nächsten Bullrun definitiv beliebt sein wird. Und das war es an dieser Stelle tatsächlich auch schon wieder mit diesem ganzen Video. Wenn dir meine Top 20 Collectibles gefallen haben, dann gib mir auf jeden Fall sehr gerne ein Like hier für dieses ganze Video. Und ansonsten, wenn du noch weitere Collectibles zu ergänzen hast, die dir auf jeden Fall zusagen und die für dich in die Top 20 gehören, dann schreib sie mir unbedingt unten in die Kommentare. Und ansonsten bedanke ich mich natürlich bei dir fürs Zusehen und wünsche dir daraus noch einen wunderschönen Morgen, Mittag oder Abend. Mach's gut, bis dahin, dein Captain. Ciao, ciao.